derzeit eigentlich die Umsetzung beurteilen, die derzeit stattfindet? Können Sie die beurteilen, wie die Landwirte in Deutschland eigentlich auf diese Projekte reflektieren? Also wir haben große Probleme, das in die Praxis zu kriegen. Wir haben Steigerungsraten von 300 bis 400 Hektar pro Jahr, die zusätzlich kommen jedes Jahr etwa. Wo sind die? Bei Landwirten oder eher bei den großen, bei größeren Konsortien? Die sind bei den Landwirten vielleicht 25%. Ansonsten ist es so, dass so Fissmann zum Beispiel sehr viel anlegt. Das ist ein großer Heizkesselhersteller, der will das selber eigentlich deutlich machen, dass es geht. VW zum Beispiel macht sehr viel an seinen Standorten, weil die ja die Kraftstoffe daraus ziehen wollen. Koren oder so mal als Sunfuel, das ist das Stichwort. Wie gesagt, die Bundesregierung drückt sehr stark. Es ist jetzt Thema seit 3 Jahren auf jeder Ligna, also Messe in Hannover, Agrarmesse in Hannover, auf jeder Agritechnica und auf den DLG-Feldtagen. Nein, die Landwirte lassen sich nicht so leicht drücken, weil die Deckungsbeiträge bei den anderen Kulturen, insbesondere bei Mais, durch diese indirekte Förderung sehr, sehr hoch sind im Vergleich. Im Moment ist es so, dass Kurzumtriebsplantagen, wenn man keine Förderung gibt, etwa auf 10% der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland, da gibt es unabhängige Berechnungen, zu konkurrenzfähig wären. Und es wird darüber diskutiert, das ist eine Studie der Bundesregierung, diese Zahl zu erhöhen. Und die geht davon aus, dass sie zwischen 100 und 200 Euro den Hektar jährlich fördern müsste. Und die letzte Möglichkeit, die jetzt gesehen wird, ist tatsächlich das Greening. Zumal andersherum gedacht, wenn so große Steigerungen da geplant sind, was wäre eigentlich technisch möglich? Wenn man jetzt so 5.000 Hektar auf 200.000 in einem Jahr gehen will, gibt es ja... Das geht nicht. Genau, das geht nicht. Also, aber das Ganze ist in 3 Jahren umstellbar. Weil dann die Mutterquartiere wie also aus dem Boden schießen werden. Das ist also man kann mit dieser Vermehrungsrate relativ schnell reagieren. Also ich, realistisch wäre vielleicht ein Zuwachs von bis zu 5.000 Hektar je Jahr, das wäre vielleicht, das wäre das Maximale, denke ich, was erreicht werden könnte. Wir erleben in der Pappelwirtschaft die sogenannten Pappelwellen ja seit vielen Jahrzehnten immer wieder. Ich finde das ganz frustrierend, auch wenn ich mir die Arbeit in diesem Haus ansehe, finde ich das ganz frustrierend, wenn man sich vorstellt, dass die landwirtschaftlichen Züchtungsprogramme aussetzen würden, nur weil man ganz gute Erfolge hat und dann wartet man 20 Jahre, bis das Kartenhaus zusammenbricht und dann fängt man mit dem Nestzüchter wieder neu an, dann sieht man, wie absurd diese Vorgangsweise ist. Aber in der Pappel leisten wir uns genau das. Wir haben gute Erfolge, dann wird das Geld knapp, dann wird alles eingestellt, dann kommen man die Schädlinge, Sie haben das ja sehr gut geschildert, dass Züchtung immer im Wettlauf mit Resistenzen ist und weiterbleiben wird. Und dann gibt es große Schäden, großflächige Schäden, die Pappel wird verteufelt, wie Sie in Ihrem Titel gesagt haben. Und 20 Jahre später kommt man auf die Idee, dass das eigentlich eine verteufelt gute Pappel ist und dann fängt man so wie Sie bei nahezu null wieder an, obwohl in Ihrem Institut und in vielen anderen vor 20 Jahren ein Großteil der Dinge, die Sie jetzt präsentiert haben, schon da war. Korrekt, ja. Also ich kann dem nicht viel hinzufügen, das ist so. Wir haben also vor 15 Jahren aufgehört, es sind ganze Akten verschwunden über Versuchsflächen. Also wir haben tatsächlich zwar nicht ganz bei Null wieder angefangen, aber sehr, sehr nah bei Null in 2006. Ich hätte eine Zusatzfrage zur landwirtschaftlichen Nutzung. Sie haben die Schnellwüchsigkeit von der Pappel gelobt oder hervorgehoben. Wir haben, ich glaube, wenn das richtig mitgekriegt, noch 2 Jahre in etwa mit 3 Meter Höhe. Oder im Medizinmeter noch weitere 2 Jahre dazu. Da kann man dann sagen, in etwa, wenn das Ernte, also abgeholzt wird, wie schnell das wieder genutzt werden kann, gibt es Erfahrungswerte eventuell über die Erträge, weil nur so kann man praktisch die Situation für die landwirtschaftliche Nutzung errechnen und nachkalkulieren, weil ich glaube, die Nachfrage wird immer mehr und immer größer und nur mit solchen Zahlen, mit solchen Fakten kann man da das wieder beschleunigen. Und eine weitere Zusatzfrage hätte ich noch. Die Pappel wurde ja eigentlich jetzt schon ganz gut vorgestellt und dargestellt. Gibt es Erfahrungswerte als Konkurrenz zu anderen Kurzumtriebsnutzungen? Bei anderen Arten meinen Sie? Ja, genau. Ja, ja, also diese genannten Zahlen schwanken irgendwo zwischen 10 und 15 Tonnen Atro.
wenn ich jetzt nicht mal jetzt Festmeter oder sowas und Höhen nehme, sondern tatsächlich pro Jahr und Hektar. Pro Jahr und Hektar. Pro Jahr zwischen 10 und 15 Tonnen Atro. Und wir haben jetzt von einem Bauern, der das auf 10 Hektar angelegt hatte vor 4 Jahren, der hatte jetzt vorletztes Jahr, das waren 3 Weiden und die Hybride 275, und er ist etwa auf 17 gekommen. Das heißt, Tonnen Atro, und zwar gemessen. Ja. Das wäre eine jährliche Nutzung. Jährliche Nutzung. Nach 17 Jahren, noch 3 Jahren? Nach 3 Jahren. Nach 3 Jahren und dann jährliche Nutzung. Ja, also das sind Zahlen, die sehr, also diese Nutzungszahlen sind sehr schwierig, ne? Weil Sie können immer nur einen ganz ungefähren Satz. Sie können nicht bei einer bestimmten Bodenzahl dann machen. Wenn Sie Bodenzahl, sagen wir mal, 50 haben, haben aber Wasser in einem Meter, ja, dann ist das wie 100 ansonsten, weil Pappel und Weide braucht Wasser. Ja. Und dann kriegen Sie ganz andere Erträge, weil die Landwirte nutzen ja nur die obersten 50 Zentimeter, die kommen ja gar nicht an das Wasser ran. Und die anderen würden dann das Wasser noch mitnutzen. Bei den Arten, die man noch nehmen könnte, sind natürlich die Weiden. Also wir machen auch Züchtung bei Weiden. Und in Ostdeutschland ist es so, dass wir mit Robinien noch versuchen zu arbeiten, auch in diesem Fastfood-Projekt. Aber aus einem anderen Ansatz heraus, da gibt es etwa 40.000 Hektar Robinienbestände, die gräuslich aussehen. Und die will man jetzt überführen in Kurzruhumtriebsnutzung. Und da geht es einfach darum, wie muss man waldbaulich vorgehen, damit man die 1000 Hektar mit einigermaßen überschaubarem Geldansatz tatsächlich überführen kann in solche Kurzumtriebsnutzung. Und gegenrechnet daran, weil Sie haben das von der Bodenzahl, ich nehme an, dass das mit unserer Bodenklimazahl ziemlich identisch sein wird in Österreich, um 45 bis 50 geredet. Gegenrechnet der Annahme, wenn das relativ geringer ist, dass da der Unterschied nicht so groß ist, oder? Fällt da die Produktion oder der Zuwachs gewaltig? Also ich habe gesagt, das Wasser kann ja auch bei einer niedrigeren Bodenzahl da sein. Das heißt, die braucht ja nicht, die Pappel braucht ja nicht unbedingt den super Boden. Ne? Nein. Ich meine, die Zahlen sind natürlich für Mais und dergleichen sehr vom Vorteil, aber da brauche ich es eigentlich gar nicht. Das heißt, man könnte auch Böden nützen, die nicht diese super Qualität an Boden haben. Genau. Ja, also die sogenannten Grenzertragsböden, die wir dann haben, das beginnt in Deutschland so bei 20. Also abwärts von 20 ist eigentlich Wald, darüber hin ist eigentlich Landwirtschaft. Und so um die 30, da kann man sicherlich ganz gute Werte ja. Wenn das Wasser da ist. Aber Wasser ist der eigentlich mehr limitierende Faktor als Nährstoffe. Genau. Habt ihr jetzt von den ersten Kreuzungen, die ihr selber gemacht habt, irgendwelche Zahlen, wie viel besser die sind als die Altbekannten? Dass man sagt, den genetischen Gewinn sozusagen ausdrücken. Und noch das nicht. Zweite ist, weil du gesagt hast, wenn ihr das Mittel dieser 3 Klone testet, dann akzeptiert ihr auch, wenn die gleich gut sind, ist das nicht für Neuzüchtung ein bisschen zu wenig? Die Max-Klone sind eine Züchtung, das ist ja schon, der Heterosis-Effekt hat schon stattgefunden. Wenn ich jetzt auch Neuzüchtung mache, Art mit Art, dann komme ich auch nur auf die F1-Hybride. Ja. Und dann kann ich nicht erwarten, dass ich da ein ganzes Stück besser bin als mit diesem schon gezeichneten Heterosis-Effekt. Deswegen habe ich beim Sachverständigenbeirat damals dafür argumentiert, das so zu lassen, weil ich gesagt habe, das kann aus züchterischer Sicht nicht erwartet werden. Dass man in der ersten Züchtungsschritt schon so viel höher geht. Wenn wir mit denen dann weiter züchten, dann ist natürlich eigentlich angedacht, dass man dann tatsächlich 20% höhere Wuchsleistung eigentlich erwartet, also ein statistisch nachweisbares positive Steigerung. Ich denke an die vielen Selektionsschritte, die ihr habt. Ich sag mal, eben im Saatbeet, dann nachher mal rein, ja nochmal, da fliegt so viel raus und dann bleibt was übrig und das ist trotzdem nur vielleicht geringfügig besser oder gleich, dann ist viel Abfall dabei, wo meine ich nicht, wo geht er hin? Das ist so, ja. Das ist leider bei der Züchtung immer so. Das ist aber bei der Maiszüchtung oder Gerstenzüchtung nicht anders. Die haben inzwischen andere Instrumente über ihre Kandidatengene oder Genorte, die sie wissen und können gezielter bestimmte Sorten miteinander züchten und wissen unter Umständen mehr, was bei rauskommen könnte. Also wir stochen da noch relativ mehr im Nebel, würde ich sagen. Ich bin durchaus ein Pappelfreund, aber eine kritische Anmerkung muss ich mir gestatten. Sie haben gemeint, die Pappel sollte man eher auf Grenzwaldstandorten setzen. Das haben auch eine Frage so beantwortet, weil sie dort ihre Überlegenheit sozusagen noch besser zum Ausdruck bringen. Die Pappeln zählen zu unseren anspruchsvollsten Baumarten überhaupt.
es hat in der Vergangenheit immer wieder diese Versuche gegeben, Apfel noch auf schlechtere Standorte auf Grenzerweisbrücken zu bringen. Auch in Ihrem Institut, die Arbeiten in der Reizesektion gingen in diese Richtung. Das ist alles immer gescheitert, weil man Erwartungen hatte, dass man die Top-Leistungen aus den Versuchen auf den schlechten Standorten reproduzieren kann. Und das spielt das Ökosystem ganz einfach nicht mit. Und ich glaube, da muss man vorsichtig sein, nicht falsche Erwartungen zu wecken. Man kann sicher verteufelt gute Leistungen mit Papeln erzielen, aber nur auf den Standort, wo die Papeln wirklich passt und nicht auf den Standort. Da geht vielleicht in Rumänien etwas oder in der Standort mit Erde oder anderen Art, aber nicht mit der Papel. Die fällt dann ganz rasch runter. Jetzt haben wir auch diese Bandbreite gezeigt mit den Versuchen von 24 Tonnen bis 1 Tonne. Das hat ja nicht nur das ist nicht nur die Sorte, sondern das ist auch der falsche Standort. Und die einzige Ausnahme, die es gibt, und die haben Sie schon erwähnt, ist die, wo Grundwasseranschluss für die Papel erreichbar ist und deshalb kann sie nicht dort, wenn sie die Erwartungen leisten, dann auch auf ja. Auch da bin ich ganz mit Ihnen, vielleicht habe ich zu verkürzt geantwortet. Wenn ich die Pappeln sage, geht das natürlich von Schwarzpappeln, die wahnsinnig anspruchsvoll sind, bis zu Aspen, die vielleicht nicht ganz so anspruchsvoll sind. Und ich habe es ja gesagt, also man muss Wasser muss man auf alle Fälle haben. Dann kann man zur Not auf Nährstoffe verzichten. Ja. Ständig. Ja. Ja. Jeder Bauer versucht natürlich auf dem vorhandenen Standort, den er hat, das Optimum zu produzieren. Und dann streicht er nicht bei den guten Böden, wo er das weg und macht dort seine Pappelkultur, sondern er fängt ganz am Flächenende an. Und wenn man ihm da Hoffnungen macht, dass die Erträge auch bei 10, 15 Autogonen liegen, dann wird er enttäuscht sein. Ja, haben Sie völlig recht. Also wir haben das Problem bei Kirsche, bei den Silver Select Kirschen, dass die jetzt halt erwarten, dass auf nicht kirschenfähigen Standorten die Kirschen plötzlich genauso gut wachsen. Und da müssen wir ihnen immer den Zahn ziehen und sagen, also wenn ihr das da drauf bringt, ist ja logisch, dass die da nicht, da kann die Genetik noch so gut sein, die dahinter steckt, da wächst die Kirsche halt nicht.